sprechen, auch das Ganze langsam zu machen. Und wenn es für euch zu schnell ist, dann einfach mal kurz Stopp sagen, weil Da Vinci immer relativ, also hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten und deswegen versuche ich mal nicht in irgendeine Richtung abzudriften, sondern euch das dann einigermaßen vernünftig zu erklären. Hab jetzt mal hier auch das Ganze Richtung, weil wir ja alle nicht rauskommen, Richtung Urlaub genommen. Die Reise von mir mit dem Wohnmobil vor 3 Jahren nach Norwegen und so ein paar Drohnenaufnahmen, ein paar Aufnahmen mit der H1, die man dabei gehabt oder die ich dabei gehabt habe. Und dann, genau, da zeige ich euch mal ein bisschen, wie das so funktioniert. Habt ihr alle Da Vinci schon oder noch nicht? Okay. Grundsätzlich ist es so, Da Vinci Resolve ist eine sehr, sehr gute Software, die eigentlich so aus dem Color Grading-Bereich kommt und das war auch immer so der Hauptpunkt eigentlich, wo sie auf den Markt gekommen sind und haben das jetzt immer wieder erweitert und erweitert. Und mittlerweile gibt es sowas wie Fairlight, wie Fusion und so weiter, wo ich halt das Ganze noch im Audiobereich machen kann. Also alles, was praktisch bei Adobe Premiere Pro separat ist mit After Effects, Audition und so weiter, das habt ihr hier alles komplett in einer Software drin. Und da muss man sagen, dass die Software kostenlos ist und zwar nicht nur für 4 Wochen, sondern also grundsätzlich ist schon immens. Das Einzige, was es euch kostet, ist im Prinzip, sich da so ein bisschen reinzuarbeiten. Die ganze Software ist auch auf Englisch, das heißt, da sollte man so grob der englischen Sprache mächtig sein. Also ich war es in der Schule eher nicht. Also ich bin da immer glänzend aufgefallen durch schlechte Noten. Aber je mehr man sich mit der Software befasst, umso einfacher ist es eigentlich. Dann weiß man schon eigentlich, was da wo gemacht werden muss. Und es ist auch immer wieder im Raum, dass Da Vinci die Software auch nochmal übersetzt auf Deutsch. Bisher haben es leider nicht gemacht, aber ich hoffe mal, das Ja. kommt auch demnächst. Das wäre jetzt auch nicht so eine große Sache eigentlich. Dann fangen wir mal an. Grundsätzlich, wenn ihr die Software runterladen wollt, gebt einfach bei Google ein DaVinci Resolve Download und dann kommt ihr eigentlich schon direkt hin und dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihr habt die Studio-Variante. Die Studio-Variante kostet, ich glaube, 320 Euro, 300 € um so einen Dreh rum. Und dann habt ihr praktisch das Ganze in ein bisschen besser, weil der Prozessor dahinter oder die ganze Rechenleistung dahinter nochmal ein bisschen anders verarbeitet wird. Von daher wird das Ganze besser umgesetzt. Ihr habt auch in der Timeline 4K mit drin. Das ist in der kostenlosen Variante nicht mit drin. Aber ansonsten muss man sagen, habt ihr auch in der kostenlosen Variante unwahrscheinlich viele Möglichkeiten mit drin. Von daher, wenn euch die Software interessiert, ladet es erstmal kostenlos runter und vor allen Dingen auch die 17er Variante. Wenn ihr 16 habt, würde ich sagen, müsst ihr nicht unbedingt 17 haben. Da gibt es jetzt nicht so viele Vorteile. Aber wenn ihr neu einsteigt, hat die 17er Variante so ein paar Vorteile, die zeige ich euch gleich nochmal von der Oberfläche. Ich würde jetzt eh so machen, bevor wir damit anfangen, dass ich euch das mal vorführe, wie das funktioniert, vom Import über den Schnitt, was man da so grob machen kann, und dann wieder über den Export. Dann zeige ich euch erstmal, wie so die Oberfläche ausschaut oder wie man damit grob umgehen kann. Genau, aber nicht so kompliziert wieder machen, nicht so viel erzählen. Wir wollen wissen, wie der Film importiert wird und wie man wieder geschnitten wird und dann wieder exportiert wird. Genau. Ja. Reiß mich zusammen. Gut. Das heißt, wenn ihr mal hier unten drunter schaut, dann habt ihr hier so diese verschiedenen, also viele sagen dazu Tabs, aber das sind einfach verschiedene Bereiche. Das ist so diese Grobuntergliederung, was bei Adobe teilweise auch dann separate Programme sind. Hier habt ihr den Media-Bereich. Der Media-Bereich ist für euch so diese grobe Auswahl, wo ihr sagen könnt, wo hole ich denn meine Daten alle her und wie wollt ihr die reinziehen. Dann habt ihr hier, So, dann habt ihr hier den Cut-Bereich mit drin, der ist neu seit 16 im Cut-Bereich. Ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen abgespeckt, das heißt, wo man dann eigentlich schon relativ schnell Projekte schneiden kann, fertig machen kann und wieder exportieren kann. Also da würde ich euch jetzt gleich das Ganze auch mal zeigen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen umfangreicher macht, wenn ihr auch
mehr einstellen wollt, seid ihr hier im Edit-Bereich mit drin. Das ist auch praktisch die Bearbeitung. Aber hier habt ihr mehr Möglichkeiten als im Cut-Bereich. Fusion ist eigentlich ein sehr mächtiges Tool, was wir jetzt aber heute überhaupt nicht ansprechen werden. In dem Bereich habt ihr viele Möglichkeiten, Animationen mit reinzusetzen oder Titel, Texte, also umfangreicher reinzusetzen. Das ist eigentlich schon ganz gut, aber wie gesagt, da muss man schon deutlich tiefer mit einsteigen. Dann habt ihr hier den Color Tab, das heißt, hier ist das Ganze, die Farbgestaltung, die Belichtung gemacht. Also hier wird schon nochmal deutlich mehr gemacht. Hier haben wir den Audiobereich. Hier habt ihr unwahrscheinlich viele Spuren, wo ihr auch das, euren Audiobereich sehr umfangreich einstellen könnt, auch mit Effekten, wo ihr den Equalizer noch mit verändern könnt und so weiter. Wer sich da auskennt, kann auch sehr viel machen, von Echo ein bisschen rausnehmen, von Stimmen verbessern vom Ton her und so weiter. Also das ist auch sehr umfangreich. Das werde ich aber heute auch nur ganz kurz anreißen. Und hier habt ihr den Export, diese kleine Rakete, ist der Exportbereich. Was wir heute machen werden, ist bricht ein bisschen diesen Media-Bereich, den Cut-Bereich, Edit-Bereich, Color und den Export-Bereich. Fangen wir mal ganz vorne an. Hier seid ihr im Media-Bereich oder grundsätzlich, wenn ihr die Software aufmacht, dann habt ihr praktisch das hier. Das ist so ein bisschen die Datenbank. Hier seht ihr, was habt ihr bisher für Projekte gehabt. Das ist eine kleine Übersicht, könnt ihr direkt draufgehen und könnt diese Projekte aufmachen oder könnt ihr unten auch neue Projekte oder neue Ordner generieren. Das ist immer das, was als erstes kommt, sobald ihr mit DaVinci oder wenn ihr DaVinci öffnet. Um jetzt zu gucken und eure ganzen Clips praktisch reinzuladen, Clips, Musik oder auch Bilder, das könnt ihr alles machen, habt ihr hier diesen Media-Bereich mit dabei. Grundsätzlich von der Aufteilung her ist hier zum Beispiel die Festplatte oder Explorer, je nachdem, mit was für einem System ihr arbeitet. Hier seht ihr, wo wollt ihr eure Sachen herholen. Also das ist ein bisschen euer Explorer auf dem Computer, wo eure ganzen Daten sind. Die T7 ist bei mir jetzt in dem Fall so eine Samsung-Festplatte. Das wäre meine Festplatte vom Rechner. Das schaut dann bei euch ein bisschen anders aus. Und hier kann ich eben hingehen und dann meine ganzen Daten anschauen. Und wenn ich die in mein Projekt reinladen möchte, dann markiere ich mir die hier. Entweder mit CMD und Alt, wenn ich alles markieren möchte, oder einzeln. Und lade mir die dann hier unten rein und erst dann sind die in meinem Projekt mit drin. Das muss ich also vorher noch machen. Kann mir aber auch an der Seite hier eine Vorschau angucken. Also ich kann die ganzen Sachen antippen. Wenn ich jetzt hier auf diese drei Punkte tippe, dann sehe ich noch grob meine ganzen Daten, wie ich das Ganze aufgenommen habe. Also hier mit 59,94 Bilder pro Sekunde in Full HD, mit H264 und so weiter. Hab hier oben nochmal Musik, das sieht man mir sehr schön hier an dem Waves. An der Waveform, genau. Dankeschön. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit einem Doppelklick oder hier mal auf Play drauf zu gehen und das Ganze mal einfach ein bisschen anzuschauen. Könnt hier auch die Größe verändern, das heißt, ihr habt so diesen Zoom-Bereich mit dabei. Könnt auch sagen, ihr wollt jetzt Details bei den Clips mitsehen. Und habt hier oben nochmal die Möglichkeit, den Audiobereich anzuschauen, dass wenn ihr was abspielt, dass dann hier eure was haben wir vorhin eingerichtet? Den Pegel, dass ihr den Pegel sehen könnt. Mhm. Und hier so ein bisschen eure Metadaten. Wobei ich mehr braucht man eigentlich so eher weniger. Nicht. Den Inspektor braucht ihr jetzt hier in dem Fall auch nicht. Das ist so die Optionen, die ihr alle habt. Von daher, das kann man eigentlich alles wegmachen. Und hier hinten könnt ihr auch sagen, ihr wollt diese Schaltfläche, die ihr habt, auf die ganze Breite machen oder eben nur oben haben. Und je nachdem, wie ihr das einstellt, ändern sich eben auch hier die restlichen Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze nicht wirklich so frei bewegen, wie das bei anderen Softwaremöglichkeiten ist, sondern einfach nur über solche Geschichten hier vorne oder hier drüben wäre jetzt genau das Gleiche. Da könnt ihr für euch so ein bisschen die Oberfläche einstellen oder ihr könnt die noch so ein bisschen schieben. Da müsst ihr einfach gucken, was habt ihr für einen Monitor. Wenn ihr jetzt einen kleinen Monitor habt, wie ich jetzt mal am MacBook, dann
guckt mal, dass man hier den mittleren einigermaßen brauchbar dargestellt hat, um einfach die Videos in der Vorschau anzuschauen. Habt den großen Monitor, dann werdet ihr das Ganze nochmal ein bisschen anders aufbauen. Gut, jetzt hast du aber schon, du hast ja jetzt links oben dein was du auf dem der Festplatte hast, heißt ja bei der Video-Workshop, und du hast dann einfach die du willst, nach unten gezogen. Genau, also du musst nicht grundsätzlich alles aus diesem Ordner rausholen, sondern das, was du jetzt für dich in deinem Projekt brauchst, das ziehst du runter. Genau, und das ist jetzt unten in der Line drin, wo dann Master draufsteht. Genau, das ist aber hier auch noch, man kann das hier auch noch so ein bisschen organisieren. Also wenn jetzt, wir haben jetzt ein kleines Projekt, das ist ein... Sagen wir mal für einen Einstieg, ein kleines Projekt, ja. Ich habe jetzt viel, viel mehr von meinem Urlaub einfach rausgenommen, was jetzt hier einfach zu viel gewesen wäre. Aber man könnte zum Beispiel hier auch neue sogenannte Bins, also Dateien, Ordner aufmachen und dann sagen, ich habe jetzt einen Ordner, wo ich meine ganzen Audiodateien mit drin habe. Ich habe einen, wo ich jetzt den Bereich Norwegen mit drin habe und einen den Bereich Dänemark zum Beispiel, um das für mich so ein bisschen zu kategorisieren. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit mit dem rechten Maus, also wenn man die rechte Maustaste hat, das Ganze auch ein bisschen farbig zu gestalten. Dann man sieht das später ein bisschen genauer im Edit-Bereich, dass du einfach sagst, so das ganze Orangene ist jetzt thematisch zusammen, das ganze Grüne ist thematisch zusammen, also dass man wirklich so ein bisschen das organisiert. Ist bei kleinen Projekten nicht notwendig, also ist einfach dann zu viel Aufwand. Bei größeren Projekten ist es aber... Aber kann ich das dann auch gleich nummerieren, dass ich dann sehe, das war Clip 1, 2, 3, 4, 5? Dass du die umbenennst dann? Nee, dass ich anstatt dem Zahlen oder so kann ich nicht angeben, anstatt dem Orangenen oder Grünen. Nee, eigentlich nicht. Also hast du die Farbmöglichkeit. Okay, gut. Also hast nicht. Naja, kann man ja auch nach der Reihenfolge machen. Sind genug Auswahl. Genau. Ja. Mhm. Gut, so, jetzt haben wir die reingeladen. Genau, wir haben das Ganze reingeholt und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wir gehen hier. Also jetzt seht ihr im Inspekt, achso, oder machen wir es andersrum. Wir sind hier in der Cut-Page. Die Cut-Page ist neu, die ist eigentlich deutlich übersichtlich. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr am Anfang daran arbeitet, weil es einfach leichter ist. Und jetzt habt ihr das hier auch ähnlich aufgebaut wie vorne. Das heißt, ihr habt hier eure ganzen Videos genau, und so weiter. Genau, die ich in meinem Projekt verwenden möchte, die Videos. Das sind aber die jetzt nicht von der Festplatte, sondern das sind die ihr schon... Die du vorhin runtergezogen hast. Genau, die hier schon mit drin sind. Und die kann man hier auch anschauen. Das heißt, ihr könnt hier reingehen, könnt euch angucken, was ihr da aufgenommen habt und könnt euch auch schon Bereiche festlegen, die ihr haben wollt. In dem Fall war es so, wir hatten die Drohne neu, die hat meine Frau in die Hand bekommen und hat jetzt da auch ein bisschen geguckt, wie sie damit umgehen kann. Ganz da hinten dieses Pünktchen am Weg, das ist unser Wohnmobil. Und dieses ganze Rumgeschwenke tut dem Video jetzt nicht unbedingt gut. Und deswegen kann man sich raussuchen, was möchte ich davon jetzt überhaupt haben. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, habe ich mir schon diesen Bereich hier ausgesucht. Und da kann man zum Beispiel einen In-Point setzen und einen Out-Point setzen. Also ich suche mir einen Bereich im Video raus, den ich eigentlich haben möchte, der mir später auch nur angezeigt wird. Ja, kannst du uns das jetzt aber mal zeigen, wie man so einen In-Point und Out-Point setzt? Einfach nur mit I und O. Also muss einfach nur auf der Taste I ist In-Point, da fange ich an. Und ich habe dann hier einen Outpoint und das war's dann. Und wenn ich jetzt dieses Video runterziehe in meine Timeline hier runter, dann habe ich auch nur genau diesen Bereich mit drin. Nichts anderes. Der ganze Rest vom Video wird hier nicht angezeigt. Der ist da, aber wird nicht angezeigt. Wenn ich den aber noch zusätzlich haben möchte, ich habe immer die Möglichkeit, das Video hier zu erweitern. Wenn ich hier was suche. Also wieder zu verlängern sozusagen. Genau, ich kann das hier vorne auch machen. Dann wird das halt hier rausgeschoben. Genau. Und was ihr jetzt auch hier oben sieht, ist, dass es dann die Anzahl der Bilder anzeigt. Hier minus 32 oder minus 31, das ist einfach die Anzahl der Frames, die du jetzt auf die eine Seite rüber gehst. So, jetzt haben wir das aber irgendwie falsch runtergezogen. Wie kann ich das jetzt daraus wieder löschen, aus der unteren Linie? Also ich markiere das einfach an und gehe auf die Entfernen-Taste und weg ist es. Ja, aber ist das beim Apple welche? Die Entfernen-Taste. Die also zurück, die mit dem Pfeil nach links. Genau. Ja. Das heißt, ihr habt hier unten eure Timeline. Hier könnt ihr die Sachen reinziehen. Hier baut ihr praktisch euer Video zusammen. Auch mit den ganzen Übergängen und so weiter. Und das hier dient dazu, dass ihr einfach
von den einzelnen Clips Anfang und Ende, dass wir die festlegen. Genau, das ist euer Monitor und der dient euch als Vorschau-Monitor für die Videos, die ihr hier an der Seite habt. Also da könnt ihr einfach dann eure Bereiche auswählen. Wenn ihr aber hier unten reingeht in die Timeline, dann dient er genauso als Anschauungsmonitor. Also er hat zwei Funktionen für diese beiden Bereiche. Und was wir jetzt hier an der Seite schon sehen, jetzt ist dieser Inspektor eben offen und der hat jetzt hier auch sehr viele Möglichkeiten. Sobald ich hier ein Video anklicke, hier kann ich einen Zoom festlegen, ich kann reinkroppen, ich kann stabilisieren oder die Objektivkorrektur vornehmen und so weiter. Das ist hier so ein bisschen mein Werkzeug, das war eben so ein bisschen bei Capture One, diese linke Seite, dieses Register und das ist hier eigentlich so ähnlich zu sehen. Jetzt fangen wir mal an. Das heißt, wir holen uns jetzt mal hier einfach was rein. Das heißt, das da, das ist jetzt mal komplett ausgewählt. Das sieht man, dass hier unten auch die Audiospur noch grün ist. Wir brauchen das aber nicht komplett, sondern wir gucken jetzt einfach, was ist denn für uns interessant. Wir sagen jetzt erstmal so dieser kleine Bereich, wo wir auf das Schiff drauf fahren. Genau, jetzt hast du einfach ein I gedrückt. Genau, ich habe ein I gedrückt für den Endpoint. Und gehen noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und setzen hier ein Out. Ich habe jetzt gerade die Null erwischt, aber Outpoint. Zack, und das Ganze setze ich. Also ich habe das jetzt händisch runtergezogen. Ich bin jetzt gerade mit der Maus nach oben, habe die linke Maustaste gedrückt gehalten und habe das runtergezogen. Das müsst ihr so nicht machen. Und zwar habt ihr nämlich auch hier diese Symbole. Wenn ich jetzt nämlich hier oben nochmal drauf gehe, kann ich auch sagen, so, ich möchte den Clip jetzt nochmal ans Ende meiner Timeline haben. Also ihr seht hier, das, was runterkommt, ist am Ende, was hier runterkommt, ist dazwischen. Dann gehe ich drauf und habe das nochmal unten. Ich habe jetzt einen Doppelklick gemacht, deswegen hat es jetzt zweimal runtergeladen. Das heißt, das ist einfach eine unwahrscheinlich schnelle Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das ist natürlich gut, weil dann habe ich den genau an den nächsten Clip anschließend. Genau. Ja. Und was man jetzt hier ein bisschen sieht, dass ich hier oben die Timeline insgesamt sehe, das heißt 100%. Und hier oben unten sehe ich das Reingezoomte. Deswegen habe ich praktisch, das ist hier so ein bisschen wie der Videokopf. Und damit kann ich mich auch ziemlich schnell einfach hier drin bewegen. Wenn ich das jetzt löschen würde, also ich habe das jetzt wieder markiert, gehe jetzt wieder auf die Entfernen-Taste, dann ist der auch automatisch unten weg. Genau, ich muss den zweiten auch noch wegmachen, oder? Und genau, und das Schöne am Cut-Bereich ist, dass er dann trotzdem wieder spreizt und wieder insgesamt anzieht. Das macht der Edit-Bereich nämlich nicht, da musst du das Ganze händisch machen. So, das heißt, den zweiten Balken nehmen wir auch mal weg. Genau, jetzt nehmen wir mal das zweite Video. Das, genau, so, da haben wir jetzt den Preikistolen gehabt, da sind die ganzen Verrückten, die sich da vorne an die 600 Meter Schlucht hinstellen. So, da können wir jetzt auch noch ein bisschen gucken. Warum macht er jetzt das Bild zweigeteilt? Das ist Anfang und Ende. Also er hat praktisch einen Inpoint und einen Outpoint hier angezeigt. Ich kann jetzt auch von hinten sagen, ich rutsche von hinten rein und sage, das möchte ich haben. Weil wir haben ja gerade gesehen, da hinten tut sich erstmal gar nichts. Da habe ich zu lange gefilmt, da tut sich gar nichts. Also kann ich jetzt auch wieder so weit nach vorne gehen. So, bis sich was bewegt. Ja. Und ich kann jetzt hier auch mal gucken, wo mache ich denn was oder wo fängt mein Schwenk an. Aber wann springt einer runter? Da noch nicht, aber das ist schon ein paar Mal passiert. Vor allen Dingen, wenn man auch mal nachher, vielleicht sehen wir es, ne? Da sind noch zwei Hunde oben drauf. Und das ist wohl auch passiert, dass er hat irgendeiner Gedanken verloren, sein Brötchen runtergeschmissen und der Hund ist hinterher gesprungen. Ja. Die 600 Meter. Ja. So, das heißt, das wollen wir jetzt einfach dahinter haben. Wir wollen es dahinter einfügen. Klicken einmal drauf, zack, und dann habe ich diesen Clip dahinter. Was genau der Joachim fragt jetzt, und das interessiert mich nämlich auch, kann man mehrere In- und Outpoints pro Film setzen? Nacheinander. Also nicht sofort. Also wenn ich jetzt hier in dem drin sein würde und ich würde sagen, gut, hier den... Nee, mach den zweiten jetzt nochmal. Den zweiten Film, den wir schon haben. Oben, genau. So. Das heißt, wenn ich jetzt den einen Teil runter habe... Den haben wir eh schon fast komplett ausgewählt. Deswegen will ich meinen ersten machen, weil da habe ich einen kleinen Bereich ausgewählt. Ja. So, und da haben wir jetzt den hier. Und wenn ich jetzt hinten gehe und sage, so, ich will aber jetzt den Bereich, wo ich auf das Schiff drauf gehe, nehmen, gehe wieder auf I, dann ist ja der erste Endpoint und Outpoint weg, der erste markierte Bereich.
Aber ich suche mir einfach den nächsten aus, den ich haben möchte. Ja. Gezogen, Outpoint. Und ziehe mir das auch wieder hinten runter. Und habe nämlich dann, ich bin jetzt mal hier bei dem oberen, hier einmal das Schiff, wo ich drauf bin. Und hier vorne nach wie vor den vorderen Bereich. Ja. Also ich kann das nicht gleichzeitig mehrere Innen-Outpoints setzen, sondern genau. Ich mache das nacheinander. Nacheinander muss man die setzen, mhm. Ja. Und die bleiben dann so. Sobald ich das in der Timeline habe, mhm. ist das gesichert und da kann ich beim gleichen Clip aber wieder einen anderen Innen-Outpoint setzen und kann ihn auch wieder in die Timeline runterziehen. Gut. Und dann das Ganze machen. Genau. Und ich kann natürlich auch, jetzt muss ich ihn jetzt nicht ans Ende setzen, sondern kann natürlich auch zwischen ersten und zweiten setzen. Genau, ich bin dann wieder völlig ja. offen und kann dann wieder eigentlich machen, was ich möchte. Und jetzt haben wir ja hier Übergänge. Die sehen jetzt nicht ganz so schön aus. Ich kann mal zu dem Übergang hingehen. Und so. Schauen wir uns das an. Das ist ein ziemlich harter Übergang. Ups. Ja. Und dafür haben wir jetzt hier auch wieder drei verschiedene Übergänge. Wobei ich sagen muss, die sind alle drei nicht so schön, also vom mhm. Übergang selber. Wir haben für diesen Bereich hier oben verschiedene Funktionen, also einmal den Media Pool, wo wir auch sehen, was kann ich denn überhaupt für meine Timeline alles nehmen. Dann haben wir den sogenannten Sync Bin. Funktioniert in dem Fall nicht, weil wir keine Videos haben, die synchronisierbar sind. Ja. Würde ich aber mit dem Atom Mini Pro ISO arbeiten, wo ich das dann die ganzen, aber das, dann hätte ich das da. Genau. Dann haben wir jetzt hier die Transitions und das ist eigentlich ganz spannend, weil da habe ich, also Transitions sind Übergänge. Und das ist auch das schöne Neue an DaVinci Resolve 17. Jetzt kann ich mich hier sehen, was hat denn der hier für Übergänge? Und kann hier drüber gehen und der zeigt mir die Vorschau. Und bei 16 war das so, dass ich das erst runterziehen musste mir das in der Timeline angucken. Wenn es nichts war, musste ich das wieder löschen und wieder den nächsten runterziehen. Und das geht hier eigentlich. Genau, also jetzt willst du hier einen schön. Übergang machen zwischen den beiden. Ja. Und da finde ich eigentlich diesen Cross-Dissolve am schönsten. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache, haben wir jetzt gerade gesehen, dass er hier unten sofort den Übergang reingesetzt hat. Das heißt, er geht dahin, wo der nächste Übergang ist. Weil jetzt mein Videokopf praktisch hier in der Nähe von dem Übergang ist, wäre der jetzt viel weiter an dem anderen Übergang gewesen, hätte den dahin gesetzt. Okay. Und das ist auch wieder ein Vorteil. Ich muss den nicht runterziehen, sondern ich mache einfach bloß einen Doppelklick. Man muss nicht so genau arbeiten, sondern der macht es dann, wo man ungefähr steht. Genau. Und das, wenn man jetzt sieht, der ja. macht jetzt hier einen recht schönen Übergang. Sagt, der blendet die beiden über und das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Möglichkeit. Und da kann man einfach mal diese ganzen Sachen so ein bisschen durchgehen und gucken, was einem so gefällt. Es gibt ja hier auch solche Animationen und Vibes. Und dann, ja, wie gesagt, einfach mal durchgucken. Also, genau. Das zum Philipp, so eine Frage, kommen wir dann später. Mhm. Ja. Wo das alles wie gespeichert wird und wie man Zwischenspeicherungen macht. Ha, ja. Damit nichts verloren geht. Gut, dann haben aber wir jetzt haben wir ja Videoübergänge und Audioübergänge. Bei Audioübergängen gibt es nicht so viele, die wird einfach auch so eine ja. Überblendung eigentlich mit drin und da hat man hier so Favoriten mit dabei. Genau. Jetzt Titel, tun wir mal, ja, Titel machen wir es, am Schluss, oder? Wir haben das Video noch nicht fertig geschnitten. Oder willst du den jetzt am Anfang schnell machen? Ja. Ja, wir sind ja gerade bei dem Bereich, weil sonst weiß ich nicht, ob ich das nachher noch im Kopf habe, dass ich dahin wollte. Jawohl, gut. Deswegen zeige ich es mal schnell. Ihr habt unwahrscheinlich viele Titel hier mit drin, die ihr auch mal probieren könnt. Und das ist hier auch wieder der Vorteil, ihr seht hier ungefähr, was die Titel machen. Das ist so dieser Basic-Bereich. Und na, den zieht er jetzt nicht. Den könnt ihr hier drüber holen, den Titel. Und da könnt ihr jetzt auch reinschreiben, was ihr eben drin haben wollt. Also das habt ihr jetzt wieder im Inspektor hier an der Seite. Da schreibt ihr einen Text rein, den ihr drauf haben wollt. Hier könnt ihr eure Schriften anzeigen. Und das ist auch wieder der Unterschied bei 17 im Vergleich zu 16. Bei 16 musste ich gucken, was ist oder wirklich bei Google nochmal nachrecherchieren. Und hier gehe ich einfach drüber und ich sehe sofort, was ist denn das überhaupt. Also auch wieder viel einfacher. Ihr könnt das hier so ein bisschen auseinander machen, könnt es unten dann drüber machen, ihr könnt Schatten dazu machen und so weiter. Also einfach mal durchgucken, ein bisschen durchprobieren, da gibt es auch wieder eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ich zeige euch auch, wie ihr nachher das dann schön einblenden könnt. Und das könnt ihr auch vom hier verschieben. Das hat er jetzt in die nächste Videospalte reingemacht. Und könnt auch sagen,
ab wo soll es angezeigt werden, je nachdem. Und hier habt ihr noch so Effekte mit drin, da vielleicht auch mal ein bisschen durchgucken, was es für Effekte sind und die dann unten auch auf eure Video drauflegen. Da muss ich aber ehrlich sagen, das nutze ich eigentlich sehr, sehr selten. Ich denke auch, dass es am Anfang eigentlich nicht notwendig ist, mit solchen Effekten zu arbeiten. Und immer wenn ihr jetzt hier einen Clip habt und drauf geht, könnt ihr hier im Inspektor das ändern, was da möglich ist von DaVinci aus. Habt hier die Möglichkeit, vor- und zurückzuspulen, habt hier eure Zeit noch so ein bisschen mit drinnen. Hier oben könnt ihr einstellen, wie eure Timeline, mit welcher Auflösung die arbeiten soll. 4K, Full HD, HD und so weiter. Und wenn ihr Effekte hier reingesetzt habt, also auch von Farbe und so weiter, dann könnt ihr die hier auch rausnehmen. Das heißt, man sieht, wie das eben so ausgesehen hat. Habt ihr das Ganze dann soweit fertig geschnitten und alles drin, was ihr wollt, dann geht auf Quick Export und könnt sagen, wie möchtet ihr das Ganze exportieren. Das heißt über H264, H265, ProRes für YouTube, Vimeo und so weiter. Und dann habt ihr auch schon die Voreinstellungen mit drin. Ihr seht auch hier unten, wie diese Voreinstellungen dann sind. Mit H265 würde ich aufpassen. Das ist eigentlich nicht ganz so gebräuchlich. Also aktuell ist immer noch nach wie vor H264 mit der gebräuchlichste Möglichkeit. Und hier auf Export wird das Ganze dann gerendert und habt ihr dann sofort draußen. Aber machen wir mal Export. Wird er fragen, wohin? Genau. Genau. Dann sagt ihr einfach, wo auf eurer Festplatte ihr das Ganze runtergespeichert haben wollt. Und dann wird das Ganze da hingespeichert. Das heißt, ihr seht schon, ihr könnt eigentlich hier sehr viel machen. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist der Schnitt. Ihr habt gerade gesehen, ihr habt vorne diese Schere. Muss mal ganz gucken, wo die Vergrößerung da ist. Da ist die Vergrößerung. Aber ich denke, dass ihr das einigermaßen sehen müsstet. Also hier habt ihr auch die Schere. Und könnt mit der Schere dann hier, ich habe es gerade gemacht, ihr seht hier den Schnitt, könnt ihr das Ganze schneiden und sagen, so diesen Bereich will ich jetzt draußen haben. Mit der Entfernen-Taste oder dem Pfeil nach links nehme ich das Ganze raus. Und das Schöne an der Cut-Page ist immer, der passt es sofort an und fügt es gleich aber wieder. Aber da habe ich ja vorhin schon was raus, das habe ich ja vorhin eigentlich schon zurechtgeschnitten. Genau. Und wenn für den Fall, wenn du da... Falls man doch nochmal was wegschneiden möchte, was schon nach unten gezogen ist. Genau. Genau. Wenn ihr jetzt irgendwas am Ende weghaben wollt, dann geht ihr einfach ans Ende hin. Da seht ihr diesen kleinen Pfeil und einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Und jetzt könnt ihr es hier kürzen. Also ihr müsst es nicht schneiden und rausnehmen, sondern nimmt einfach das Ende, zieht es rein und kürzt es. Wenn ihr es hier vorne habt, wenn also ihr diese Klammern zu beiden Seiten habt, dann könnt ihr den linken Clip ein bisschen verlängern und den rechten Clip ein bisschen verkürzen. Also ihr zieht den einen und kürzt den anderen. Oder wenn ihr dann sagt, die Klammer nur nach rechts, dann kürzt ihr nur den anderen Clip. Zieht ein bisschen das Klammer. Gut, aber wenn man das ja in dem oberen Video schon gemacht hat, wo auch mein Bildschirm größer ist, dann brauche ich es unten eigentlich nicht mehr machen. Man braucht es manchmal, zum Beispiel, wenn du Musik hinterlegst, dass es ein bisschen an die Musik anpasst und dass du dann wieder ein bisschen kürzt oder ein bisschen dieses Feintuning machst. Mhm. Und dafür ist es normalerweise da. Aber was jetzt vielleicht interessant ist, dass man noch an Musik hinterlegt. Mhm. Dafür habe ich euch nochmal hier ein bisschen was runtergeladen. Genau. Geht es jetzt auch, dass ich sage, der Originalton soll erhalten bleiben und die Musik nur als Untermalung? Ja, ja, kannst du auch machen. Was wir jetzt hier ein bisschen auch unten schon sehen, dass hier die Musik da mit dabei ist. Genau, also unterm Videobild sehe ich im Prinzip genau die Ausschläge vom Ton. Man hört es ja ein bisschen, also wir hören es leider nicht, weil der Ton weitergehen wird an die Aufzeichnung. Genau. Aber wir sehen es bis zum Ausschlag, dass jetzt hier Geräusche dabei sind, auch jetzt sehr laute Geräusche. Wenn das dann so laut ist, und ihr seht auch, dass hier oben das in den roten Bereich mit reingekommen ist, dann habt ihr hier die Möglichkeit, markiert einfach den Clip und setzt euer Volumen hier etwas runter. Jetzt seht ihr hier schon, genau, das ist jetzt zu stark runtergesetzt, da hat man jetzt nicht mehr ganz so viel gesehen. So,
Und das ist nämlich nachher so ein bisschen der Vorteil auch vom Edit-Bereich, was man jetzt hier oder was ihr noch nicht gemerkt habt oder was ich aber weiß, dass ihr hier diese Spuren nicht verändern könnt. Also ihr könnt die nicht vergrößern. Das ist manchmal so ein bisschen ein Nachteil, gerade wenn ihr jetzt im Audiobereich ein bisschen stärker arbeiten wollt, dass ihr da sehr begrenzt seid. Gerade mit so einem kleineren Monitor. Wir können uns jetzt mal hier eine Audiospur oder so eine Musik noch ein bisschen runterladen. Machen wir das mal. Hier mit rein und ziehen das mal komplett mit runter. Na? Das war jetzt nichts. Da, das jetzt. Jetzt seht ihr auch schon, dass er hier oben die, die Timeline verlängert hat, weil eben dieser längste Clip jetzt die Audiospur ist. Und jetzt hätte man auch die Möglichkeit, zum Beispiel diesen Clip vom Ton separat etwas runterzusetzen. Ich mache den jetzt mal ganz leise. Oder ihr macht den ein bisschen mit rein, was ich normalerweise immer empfehlen würde, dass ihr zumindest ein bisschen hört, wie sind denn so die Geräusche. Ich kann das jetzt leider sehr schlecht beurteilen, weil wir hier momentan gar nichts hören. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Also auch wenn ihr Musik hinterlegt, am besten so gucken, dass ihr trotzdem die menschlichen Geräusche, das Klappern oder das Motorengeräusch ein bisschen mit dabei habt. Das macht das Ganze authentischer. Finde ich mal ein bisschen angenehmer. Ist ja kein Werbevideo, sondern einfach euer Urlaubsvideo. Das heißt, hier kann man eigentlich schon relativ schnell das Ganze schneiden, kürzen, mit Musik hinterlegen, auch so ein bisschen einstellen. Habt ihr jetzt einen größeren Monitor als der jetzt von meinem Laptop, dann habt ihr auch da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und ihr könnt es auch hier exportieren, also seid ihr hier dann eigentlich schon fertig. Also wenn ihr jetzt nicht so viel Ahnung von der Software habt oder jetzt erstmal in dem Bereich bleiben wollt, dann ist es eigentlich, finde genau. Ich, eine sehr übersichtliche Geschichte. Aber ich müsste jetzt den Ton kürzen. Weil der Ton geht ja jetzt länger wie... Den kannst du hier rauskürzen, bis dahin. Okay. Der wird jetzt nicht schneller, sondern der wird nur abgeschnitten. Genau. Man sieht es ein bisschen an der Waveform, dass sie ja trotzdem so bleibt, wie sie ist. Und man kann auch hier dieses rein- oder rausfaden, also das lauter oder leiser machen, auch irgendwie machen. Das muss ich aber jetzt gestehen, das weiß ich jetzt hier nicht, wie ich das mache. Aber wie wechsle ich jetzt, was mich jetzt noch interessiert oder wo ich immer Probleme habe, wann habe ich jetzt die extra Tonspur erwischt und wann habe ich jetzt das Bild erwischt? Das ist halt bei dem nicht ganz so einfach zu machen. Da gehe ich immer ganz gerne in den Edit-Bereich mit rein. Weil du hier im Edit-Bereich, man sieht das hier, wissen, du hast das Ganze separiert. Du hast hier deine Videospur und hier hast du deine Tonspur. Ja, und die beiden Originaltonspur. Genau, die Originaltonspur, die gehören auch zusammen. Oder eigentlich zusammen. Deswegen klicken die auch beide gleichzeitig auf, weil die zusammengehören. Mhm. Ich erkläre das jetzt mal. Nee, ich wollte jetzt, geh nochmal in den Cut-Bereich rein. Ja. Das ist auch ein Cut, der Edit-Bereich ist auch ein Cut-Bereich. Ja, aber wir wollen ja im Cut-Bereich arbeiten. Mhm. Jetzt will ich ja zum Beispiel im Video was ändern. Ja. Ja, was machst du jetzt? Du klickst auf das blaue Video unten in der Timeline. Genau. Genau. So, und jetzt habe ich ja, das meinte ich ja, jetzt habe ich auf das Video mit Originalton gewechselt. Mhm. Wenn ich jetzt in die Tonspur unten was ändern möchte, dann klicke ich auch wieder einfach auf die Tonspur, die wir dazu gefügt haben. Nee, das machst du oben mit dem Inspektor, weil du hast hier Audio und Video. Das hier ist dein Videobereich und das ist dein, dein Ton, Audiobereich, dein Tonbereich. Ja. Weil du hier wenig machen kannst. Man sieht auch hier, dass der Audiobereich ein bisschen verkleinert ist, also jetzt nicht, man sieht den nicht ganz so deutlich. Und das ist angenehm, wenn du hier im Edit-Bereich arbeitest, ist genau das Gleiche. Ja. Nur hast du jetzt hier die Möglichkeit, dir die Spuren zu vergrößern. Also siehst jetzt viel mehr von dem, was du bearbeiten möchtest. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, dass du das rausfaden möchtest, sprich, dass du den Ton leise machen möchtest, dass er eben weg sein soll, dann hast du hier oben über diese weißen Bereiche am Ende der Spur, das ist im Audio, in der Audiospur genau das Gleiche, und die gibt es eben nicht im Cut-Bereich. Das kannst du aber da ein bisschen anders machen. Ich finde es nur hier ein bisschen angenehmer. Den ziehst du einfach rüber. Jetzt geht er hier innerhalb von 2 Sekunden von normaler Lautstärke komplett runter auf 0. Ah, gut. Und so, finde ich, kannst du auch sehr schön Übergänge machen. Also wenn du jetzt sagst, du machst jetzt hier einen Übergang hin,
Der geht jetzt hier, machen wir eine Sekunde, 2 Sekunden ist ein bisschen lange. Ah, dann wird auch das Bild sozusagen, geht dann gen schwarz. Genau, das zeige ich jetzt nochmal. Das ist ja, lass es ab hier mal laufen. Show, let's get happy before we get old. Ja, einfach ein Übergang und ein sehr schönen, den man auch selber immer ganz gut von der Länge einstellen kann. Manchmal sinnvoll, den kürzer zu machen, manchmal sinnvoll, den länger zu machen. Musste ich da jetzt irgendwas Besonderes auswählen? Nur den Punkt hier oben. Nur den Punkt oben. Ich gehe jetzt nochmal da ein bisschen rein. Ja. Das gibt es nämlich im Cut-Bereich nicht. Da muss ich das mit einer, also festgelegt machen. Und hier gehe ich einfach rein und mache das so, wie ich es haben möchte. Weil gerade im Audiobereich macht das manchmal Sinn, dass man schon viel früher anfängt, die Musik langsam oder den Ton langsam runtergehen zu lassen. Und wenn ich jetzt mit dem Ton fertig bin, dann kann ich auch sagen, ich mache jetzt meinen Videobereich höher. Also sehe ich da auch wieder viel mehr. Ja. Da habe ich jetzt einen anderen Bildschirm. Ich habe ja manchmal wirklich 4, 5 Videospuren übereinander durch die Texte. Gerade die Texte machen das manchmal sinnvoll, dass ich dann die übereinander stapel. Und das sind falsche Kamera. Wie so eine Art Ebene. Das heißt, ihr seht es hier an der Seite, V1, V2, das kann hochgehen bis V10 oder noch höher. Das sind alles Ebenen. Und je höher ich komme, umso eher liegt es oben drauf. Deswegen ist auch der Text, den ich habe, der liegt vor meinem Video. Mhm. Und wenn ich jetzt da wieder ein Video oben drauf machen würde, würde ich das zuerst sehen. Also alles, was je weiter oben, umso weiter vorne ist es, umso eher sehe ich das. Und hier kann ich das jetzt auch schön ein- und ausblenden. Das heißt, wenn ich den Text drin habe, gehe ich hier rein. Deswegen kann ich hier genau das Gleiche machen. So ein bisschen reinfaden, dann kommt da auch schön langsam hin. Und was ihr jetzt hier oben gesehen habt, ist dieser rote und blaue Bereich. Das ist im Prinzip das Rendern. Da arbeitet die Software oder dein Computer. Es ist rot, muss das noch bearbeiten. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass in dem Moment, wenn es sehr aufwendig ist, noch ein bisschen ruckelt. Und ist es fertig, ist es blau. Und das kann ich aber hier oben auch noch mal ein bisschen bearbeiten. Im Prinzip ist aber der Edit-Bereich sehr ähnlich wie der Cut-Bereich aufgebaut. Ich habe aber teilweise etwas andere Möglichkeiten. Also ich habe hier genauso meinen Media-Pool, ich habe genauso meinen Effektbereich mit drin, nur habe ich jetzt das ein bisschen untereinander. Ich habe hier Videoübergänge, Audioübergänge, Titel und so weiter. Oder ich kann auch weißen Hintergrund, genau, schwarzen. Aber im Prinzip kann ich so machen, ich mache im Cut-Bereich erst meinen Schnitt und im Edit-Bereich gehe ich dann nochmal zurück. Da tue ich dann das Rein- und Rausfaden machen und Musik, genau, lauter und leiser. Man merkt das eigentlich dann komfortabler. Genau, man merkt das irgendwann, bei welchen Aufgaben was sinnvoller ist. Also gerade um grob mal zu gucken, was will ich denn drin haben und zack, reinsetzen und so weiter, ist der Cut-Bereich super. Und wenn du jetzt sagst, so ein bisschen Faden, ein bisschen auch den Audiobereich zu machen, weil du hier auch den Ton hier sehr schnell einstellen kannst. Also okay, warte mal, ich muss erst wieder umschalten, das sieht ja keiner. Wir waren ja mal wieder zu sehen. Hier, ja. Also kannst hier wunderbar auch so deine Tonhöhe einstellen. Genau, das ist gut. Einfach die Lautstärke im Prinzip, genau, vom Ton. Genau. Ja. Und kannst du eigentlich soweit ganz gut mit drin arbeiten. Hast hier auch deinen Inspektor oben mit drinnen, bei dem du es machen kannst. Und das ist jetzt nur ein bisschen anders aufgebaut. Du hast hier dein Schnittwerkzeug. Das ist aber auch CMD und B. Also wenn man jetzt will, schneide, CMD und B. Ja, das ist so kompliziert, wollen wir es heute sagen. Oder weil du gehst einfach auf die Klinge drauf und schneidest dann. Genau. Fertig. Ja. Man muss nur aufpassen. Aber jetzt müssen wir, wir müssen langsam aufpassen. Ich meine, der Peter arbeitet ja öfters damit. Aber ich glaube, für die meisten von uns reicht es jetzt erstmal am Anfang. Ja, wir gehen natürlich jetzt nochmal eure Fragen durch, aber ich sag mal, wir haben jetzt schon mal gelernt, wie kriege ich meinen Film da rein oder meine Filme, wie kann ich die einzelnen Filme zurechtschneiden, wie kann ich sie runterziehen für die Reihenfolge, wie kann ich sogar noch Überblendungen machen und extra Musik dazu. Mhm. Das muss man erstmal, glaube ich, setzen. Ja, da machen wir jetzt mal ein wenig langsamer, dass wir später noch mehr Zeit für Fragen haben.
Was vom Philipp war ja jetzt, ja, der möchte ja gern kurz abgekürzt alles in einer Arbeitsdatei haben. Beziehungsweise, was ja ganz wichtig ist, wie mache ich Zwischenspeicherungen? Nicht, dass mir der Computer abstürzt und alles ist weg, weil nicht alle arbeiten ja mit Apple, wo das relativ selten vorkommt. Kommt da auch mal vor? Das ist mir da auch schon vorgekommen. Ich habe 1,5 Stunden lang rumgearbeitet und alles fertig gemacht, dann ist er abgestürzt und von 1,5 Stunden war das Zeug weg. Ja. Mittlerweile haben die das, glaube ich, geändert, dass der regelmäßig speichert. Man sieht das immer hier oben so ein bisschen an dem Edit-Bereich. Warte, ich muss umschalten. So. Hier steht Edit und der verändert seine Farbe. Also deswegen, man sieht hier das auch ein bisschen saved 1 minute ago. Okay. Und wenn ich aber jetzt 5 oder 10 Minuten nicht gespeichert habe, dann wird der irgendwann gelb und dann rot. Ja. Das heißt, da ein bisschen hingucken, wenn er seine Farbe verändert, dann aufpassen und dann speichern. Dann geht er einfach hier vorne bei File und dann Save Project, oder es gibt auch diese Command S oder CMD und Steuerung S, dann speichert er. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man den regelmäßig speichern lässt, dass er selber das Ganze macht. Da muss ich aber gestehen, das habe ich mal vor 2 Jahren gemacht. Da habe ich dann mal für YouTube ein bisschen geschaut, wo ich das machen kann und habe das aber wieder vergessen, wo ich das gemacht habe. Ja. Also da muss ich, also das gibt es. Wenn ihr merkt, dass DaVinci nicht regelmäßig, ich meine, die hätten das jetzt beim Update auch mit reingepackt. Wenn ihr aber merkt, oder ihr habt eine ältere Variante und der speichert nicht regelmäßig, dann guckt einfach bei YouTube mal rein. Das ist so ein bisschen in den Tiefen versteckt. Da könnt ihr aber DaVinci sagen, er soll wirklich regelmäßig speichern und dann habt ihr das Problem nicht. Weil sonst, ich kenne es gut, man ist wirklich in der Arbeit drin und macht das und dann vergisst man es wirklich mal eine Stunde lang. Und wenn das dann alles weg ist, das ist... Da hilft auch ein Schnaps nicht mehr, das ist echt nervig. Ja. Genauso ist es ja auch möglich, wie der Philipp gefragt hat, dass ich meinen Speicherplatz, wo der zwischenspeichert und alles macht, in den Arbeitsspeicher auf einen gewissen Ordner zu legen. In den Grundeinstellungen von dem Programm ist das möglich, wie bei Photoshop oder Capture One auch. Also die Datenbank kann man an einem gewissen Bereich legen. Es ist aber nicht so, dass er alles dann beim Import dahin speichert, sondern nee, ich muss fertige Praktik. Genau. Aber ansonsten hast du trotzdem noch deine Ordner, wo du einfach dann die Daten lässt. Also es ist nicht so wie bei Capture One, dass man das dann alles komplett dahin importiert, sondern man lässt es an dem Ort, wo man es hat. Und nur diese Veränderung, was man hier macht, das ist praktisch in der Datenbank dann gespeichert. Ja. Und die... Warte. Wo ist denn die versteckt? Ja, dann schauen wir so lang. Die hat er, glaube ich, bei Video oder Bilder versteckt. Genau, das heißt, es ist möglich, den kompletten Arbeitsordner da jedes Mal hinzulegen, ist ein bisschen aufwendig. Weil ich sage mal, der Computer, wie bei jedem Bild- oder Videobearbeitungsprogramm, braucht natürlich auch einen Zwischenspeicher, den braucht er auf der Festplatte. Und den... Also jedes Mal zu verändern, ist die Frage. Aber der Joachim wusste es, ja, ja. In Präferenz und Media Storages. Ja. Ja. Haben wir gute Unterstützung wieder vom Joachim. Ja. Also du hast hier auch die Möglichkeit, wenn du jetzt hier in dein Projektmanagement reingehst und auf neue Datenbank gehst, kannst du auch gleich sagen, wo soll er das Ganze abspeichern. Ja. Ich bin auch der Meinung, man wird am Anfang gefragt, wo du das abspeichern möchtest, die Datenbank, und dann packst du dahin, wo du das brauchst. Was mir aufgefallen ist oder was ich jetzt für mich selber als Workflow immer mache, dass ich sage, ich habe einen Ordner und da ziehe ich meine ganzen Videos auch rein, die ich dafür brauche und da bleiben die auch. Das Problem ist nämlich, wenn ich die von diesem Ordner wegziehe, woanders hin, dann habe ich diese ganzen roten Dateien. Also dann ist meine Timeline komplett rot. Wir können das ja eigentlich mal machen. Ich mache jetzt einfach mal die Festplatte weg, Festplatte auswerfen. Gut. Okay, ich muss jetzt DaVinci mal kurz beenden, sonst lässt ihr mich die Festplatte nicht rausnehmen. Oh ja. Kann ich uns nochmal einschalten? Ja. Jetzt auch einfach aufstecken können. Na, das macht man nicht. Ja. So, gut. Ziehen wir die mal raus. Und dann machen wir DaVinci nochmal auf und dann habe ich eigentlich alles rot. So, sehen wir gleich, wie es aufmacht.
Aber du hast ja die Studio-Version, also die Bezahlversion. Ja, und ich hatte mal mich mit einem von Blackmagic unterhalten und er hatte gesagt, ich müsste die neue Variante auch neu zahlen. Habe ich aber nicht gemacht. Hat bin mir dann nicht mal ganz sicher, ob abgedatet. er vielleicht da nicht ganz so richtig informiert gewesen ist, weil ich Ja. habe die 16er bezahlt und habe dann einfach das Upgrade auf die 17er Dann gemacht, aber gemacht und, nichts, ja. also das war dann einfach so möglich. So, jetzt gehe ich hier nochmal in das Projekt Darum mit hattest du rein. auch dann 4K drin, was ja normal bei der kostenlosen nicht dabei ist. Genau. So, und jetzt habe ich nämlich alles auf Rot, weil er einfach meine ganzen Daten nicht findet, weil die Festplatte eben abgezogen ist. Wenn sowas mal passiert, dann habt ihr einfach den Ordner nicht mehr da, wo er eigentlich war. Ich ziehe jetzt, stecke die Festplatte nochmal rein und gehe vorne in den Media-Tab mit rein. Und jetzt hat er die schon gefunden, aber das hier noch nicht. Und wenn ich da jetzt auf die rechte Maustaste drauf gehe, dann findet das auch. Auch nicht. Relink Selected Clips. Dann sage ich ihm einfach, wo dieser Clip ist. Und dieser Clip ist auf der Festplatte und hier bei Workshop mit drin. Open. Zack, und es ist da. Also ich muss einfach mit der rechten Maustaste auf Relink gehen, muss sie wieder neu verbinden. Und dann habe ich die mit drin. Also auch wenn ich jetzt den Ordner dauerhaft woanders hin tun würde, müsste ich das auch wieder dann neu verbinden. Genau. Also es sind dann die vom Joachim die Frage oder den Tipp für lizenzfreie Musik. Habe ich nicht. Ich habe nur, dadurch, dass ich die Sachen ja auch verkaufe, nur Bezahlsachen. Es gibt aber bei YouTube teilweise lizenzfreie Musik, die man da runterladen kann. Wenn man das nicht, nicht öffentlich hat, dann kann man ja auch irgendeine Musik nehmen, also solange es ja nicht öffentlich abgespielt wird. Also für mein privates Video, was ich jetzt im privaten Rahmen zeige, kann man auch ganz normal vom iTunes oder irgendwas drauf machen, bin ich der Meinung. Ansonsten habe ich für mich das über Artlist, da zahle ich 200 Euro im Jahr. Und in diesen 200 Euro sind aber auch die ganzen Lizenzen dabei und ich kann das eigentlich ganz gut dann aussortieren. Wobei ich jetzt aber auch wieder bei den anderen Herstellern gucken bin, der auch Effekte besser sortiert hat. Aber es gibt auch lizenzfreie Musik, man muss jetzt dann einfach mal googeln und mal ein bisschen reingucken. Aber da habe ich wenig Erfahrung drin. Ja. Vor allen Dingen auch sinnvolle lizenzfreie Musik, weil wenn die einigermaßen brauchbar ist, dann hat man die schon 10.000-fach gehört, weil es dann von sehr vielen runtergeladen wird. Ja, genauso muss man auch aufpassen. Oft steht da lizenzfreie Musik, aber es ist nicht für alles lizenzfrei. Das heißt, für manche ist es lizenzfrei, solange man es nicht veröffentlicht. Ja, dann ist es für manches lizenzfrei, auch wenn man es bei YouTube veröffentlicht. Und die dritte, oder halt allgemein im Internet, und die dritte Version, wo man mal aufpassen muss, wenn man damit Geld verdient, egal ob es geschäftlich oder privat ist, das heißt, wenn man ja ein YouTube-Video einstellt und ich lasse YouTube Werbung erlauben und ich habe dann über 500 Klicks, dann seht ihr ja immer so Werbungen vor den YouTube-Spots. Und dann kriegt man ja, was weiß ich, 0,01 Cent pro Aufruf. Aber das ist schon Geld verdient. Und dann braucht man wieder eine ganz andere lizenzfreie Musik. Mhm. Ja, weil sonst müsst ihr am Schluss mehr Lizenz für die Musik bezahlen, als das, was ihr dafür bekommt. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ganz schön gucken, ja. Ja, ihr könnt jetzt mal eure Mikrofone einschalten und könnt dann auch Fragen zu dem stellen, was wir jetzt bearbeitet haben. Und der Peter hat auch sein Laptop hier noch alles an. Also wir können dann jeden Schritt, zu dem ihr Fragen habt, auch gerne noch einmal nachfragen. Was dann nachher noch einen zweiten Teil, oder? Willst du nochmal einen zweiten Teil? Also es fehlt noch was, deswegen wollte ich jetzt fragen. Ach so. Es fehlt ja die Helligkeit und so die Belichtung, dass man sowas noch ein bisschen korrigieren kann. Wollen wir das noch sehen, wie man Helligkeit? Ja, also ich weiß nicht, wie. Gut. Man hat oft diese Probleme und es gibt. Gut, jetzt sagen wir mal, ist es ist ja Video zu dunkel geworden oder zu hell. Ja. Genau, dann gehen wir in den. Gut, dann schalte ich hier um. Color-Bereich mit rein. Und im Color-Bereich haben wir jetzt
hier unser Video, das, wobei das eigentlich schon soweit ganz anständig ist. Jetzt aber warte mal, wo habe ich jetzt nochmal umgeschaltet? Ich muss auch meine Anzeige. Hier unten in diesen Grundeinstellungen. Also ach, da unten, genau. Farbbereich, Fusion und so weiter. Und jetzt können wir hier auf den Clip draufgehen, den wir praktisch korrigieren wollen. Das ist hier nochmal unsere Timeline. Und jetzt sehen wir hier, das ist ein bisschen dunkel, das könnte ein bisschen heller sein. Und wir haben hier wieder unsere Vorschau und wir können diese LUTs eigentlich mal wegnehmen, damit unsere Vorschau ein bisschen größer ist. Und das sind unsere sogenannten Nodes. In diesen Nodes, das sind Schritte, Bearbeitungsschritte. Und die könnt ihr jetzt verändern. Und dafür habt ihr hier unten so diesen Bereich von Wheels praktisch. Und könnt hier bei Offset euer Licht komplett nach oben setzen. Ihr seht es auch hier auf der rechten Seite. Das ist ein bisschen wie so ein Histogramm, dass wir jetzt grundsätzlich das Licht ein bisschen nach oben setzen. Lift ist so dieser Schattenbereich, den wir ein bisschen aufhellen können. Schatten, mittlere Töne, helle Töne generell. Das ist ähnlich eigentlich wie bei Capture One. Bloß, dass der sehr fein von der Belichtung arbeitet. Genau. Wenn ich unten am Drehregler arbeite. Genau. Das heißt, ihr habt hier immer so diese Drehregler und könnt die eigentlich so verändern. Wenn ihr oben drauf geht, könnt ihr Farben und sowas verändern. Das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Und immer, wenn ihr was falsch... Du kannst das ja mal zeigen. Mhm. Wie... Also wir haben hier dann speziell in den mittleren Tönen, können wir die Farbe nochmal ein bisschen korrigieren. Oder speziell so in den Highlights. Ja. So kriegst du ein bisschen diesen Teal and Orange Look, kannst du auch reinmachen. Und wenn wir hier was gemacht haben, was uns nicht gefällt, dann gehen wir einfach wieder hier auf Zurückgehen mit rein und können es dann korrigieren. Aber in dem Fall würde ich sagen, wir passen die Belichtung ein bisschen nach oben an. Und jetzt die mittleren Töne und auch so die Schatten leicht nach oben. Und haben jetzt hier auch den Weißabgleich mit drin. Wir haben so diesen Grün-Magenta-Bereich mit drin, die Kontraste. Das sind so ein bisschen die... bei Capture One kann man das mit, nee, nicht Schärfe, sondern mit der Klarheit. Klarheit, erreichen. Genau. Das ist sowas wie die Klarheit eigentlich. Dann haben wir die Schatten, die Highlights, die Sättigung und hier kann man auch noch ein bisschen was verändern. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, jetzt will ich die Schatten noch ein wenig aufhellen, dann, wenn man jetzt auf Schatten geht, die können hier unten auch reingehen und dann hier nochmal ein bisschen... Ah. Da auch nochmal separat korrigieren. Also ich drehe dann im Prinzip nur über den, ich klicke da drauf. Genau, linke Maustaste gedrückt halt und dann kannst du hier so ein bisschen das Ganze bewegen. Und ja. Mit einem Doppelklick vorne da auf das Wort wird das wieder korrigiert. Und ihr habt hier Wheels und Lock. Diese beiden Sachen sind wichtig. Weil du mit Lock hast auch wieder Schatten, mittlere Töne, Highlights und Offset. Das einfach mal probieren, weil ihr habt hier... Das ist eigentlich fast schöner, weil wir es ja von der Bildbearbeitung her kennen. Genau. Ihr seht es aber hier ganz gut. Wenn ich mal, ich habe ja hier Schatten und Lift ist ja im Prinzip auch der Schatten. Nur wenn ich jetzt hier arbeite, seht ihr, dass ich da, wenn ihr rechts in die farbigen Histogramme reinguckt oder parat reinschaut, dann seht ihr, dass sich nur wirklich der dunkle Bereich verändert. Alles andere wird nicht angerührt. Gehe ich jetzt mal wieder zurück in Wheels rein und mache das da. Da seht ihr, dass es wie so ein Gummiband sich komplett von oben runterzieht. Also es wird alles insgesamt hoch und runter gezogen. Und darüber kann man unwahrscheinlich fein eigentlich, auch wenn man während der Aufnahme schon was falsch aufgenommen hat, eigentlich sehr gut machen. Grundsätzlich ist es beides das Gleiche. Das heißt, wir haben insgesamt die Belichtung, wir haben die Highlights, wir haben die mittleren Töne, wir haben die Schatten. Aber die haben unterschiedliche Bereiche, die sie verändern. Also unter den Wheels habe ich den gesamten Bereich, den er runterzieht, hochzieht oder insgesamt verändert. Und bei Lock ist es wie das HDR-Tool, also dass ich wirklich nur diesen Bereich ändere und sonst ändere ich gar nichts. Ja. Und deswegen habe ich gemeint, das ist wichtig, weil da kannst du sehr gezielt eigentlich dann das Ganze mal ein bisschen korrigieren. Vielleicht und wie viel korrigiert er jetzt? Den ganzen Clip, den ganzen Teil vom Clip? Genau, der korrigiert jetzt hier den ganzen Clip. Also hier vorne nur den Teil, also den hier nicht und den hier auch nicht. Ja genau, das waren ja wieder getrennte Clips, aber wenn ich sowas mache, tut dann den ganzen Teil. Genau. Ja, das heißt aber, wenn ich jetzt weiß, schon vorher vorm Schneiden,
Das ist bei Video immer das Komplizierte. Ich muss mir ja vorher schon wieder alles zusammendenken. Mhm. Also wenn ich das weiß, dann muss ich schon den Teil, den ich wo ich weiß, den muss ich korrigieren, extra auswählen. Weil wenn ich ein Video habe, wo erst die Farbe normal ist, dann ist die Farbe ein wenig dunkler und dann wird sie wieder normal und ich möchte das Ganze übernehmen, dann muss ich nur den Teil auswählen, den ich korrigieren möchte. Ja, man kann auch mit sogenannten, das ist sehr, sehr fein. Ich habe ja mal das Video gemacht bei Novoflex, wo ich die Kamera geschwenkt habe und dann bin ich durchs Fenster durch und da hat die Kamera das Licht korrigiert. Man kann es schon so machen, da kann man mit sogenannten Keyframes arbeiten. Das kannst du übrigens in der gesamten Software und kannst dann auch mit der Musik so arbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Musik läuft ganz normal, jetzt möchte ich aber, dass die Musik leiser wird und leiser weitergeht und dafür ziehe ich aber meine normalen Geräusche, Motorgeräusche wieder ein bisschen hoch oder weil jemand spricht, dann machst du es über Keyframes. Ja. Und das kannst du genauso mit den Dingen machen, dass du über sowas arbeitest. Ist halt eine ziemliche Fummelarbeit, aber kann man machen. Genau. Aber sinnvoller ist eigentlich das Video, wo ich weiß, ich muss das nachbearbeiten, gleich auf der Cut-Page in ein eigenes Video reinsetzen. Also das insgesamt, ja. Also gerade wenn ich jetzt weiß, dass ich aus diesem Clip mir 4-5 Clips mache und dann schneide, dann macht es manchmal Sinn, dass ich den Clip erst bearbeite. Bevor ich dann 5 Einzelclips bearbeite, mache ich den komplett und dann schneide ich ihn erst. Gut. Und wenn ich jetzt hier mit diesen sogenannten Notes arbeite, wenn ich die rechte Maustaste drücke, kann ich nämlich hier eine zweite Note aufmachen. Edit Note, Serial Note, das ist die normale. Und jetzt kann ich auch sagen, ich mache Helligkeiten auf die erste Note drauf und den Weißabgleich auf die zweite Note und dann wieder irgendwas anderes auf die dritte Note. Und so teile ich mir das ein und kann das nachträglich wieder rückgängig machen. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt einen Weißabgleich mache und dann haue ich mal richtig rein, damit man den sieht, gehe ich aber hier auf die 2 drauf, ist die erstmal nicht aktiv. Ich kann die auch, wenn ich das möchte, beschriften. Also jetzt sage Note Label WB für den Weißabgleich zum Beispiel. Und kann dann immer sagen, so, ich habe jetzt die Schritte. Und ich kann aber auch sagen, wenn ich jetzt verschiedene oder einen gleichen Clip habe, ich speichere die und kann die beim nächsten Clip genauso wieder draufsetzen. Das ist die sogenannte Shared Note dann. Also klingt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber eigentlich, wenn man sich damit ein bisschen befasst, kann man damit eigentlich relativ schnell und gut seinen Clip bearbeiten. Das heißt, ich kann im Prinzip meine verschiedenen Bearbeitungsschritte einzeln speichern, wie verschiedene Ebenen im Lightroom oder Photoshop. Genau. Oder Capture und kann die dann auch jederzeit wieder ein- und ausblenden. Genau, die du auch ein- und ausblenden kannst. Gerade man kennt es ja, man sitzt eine Stunde lang davor und arbeitet und irgendwann verliert man so ein bisschen den Blick dafür. Irgendwann macht man eigentlich dann mehr kaputt, als dass man das gut macht. Und dann kannst du auch vielleicht, nachdem du eine Stunde wieder was anderes gemacht hast, gucken, gut, was habe ich da gemacht, nimm es raus, nimm es rein und kann das dann wieder ganz gut eigentlich korrigieren. Und das, was du jetzt da verändert hast, hat er dann gleich übernommen in die Edit oder Cut Page. Genau, man hat es vorhin gesehen, deswegen musste ich wieder in die Color Tab mit rein und das wieder korrigieren. Und jetzt hast du halt hier so Geschichten wie den Zoom zum Beispiel, das heißt, du kannst hier rein. Warte, die Leute sehen es ja noch nicht, wir waren noch jetzt. Also sind wir im Edit-Bereich oder auch im Cut-Bereich, das ist eigentlich das Gleiche, haben wir hier diesen Inspektor hier vorne. Und ich klicke jetzt mal etwas an, das hier zum Beispiel, und zoome jetzt hier rein. Ne? Ah, okay. Jetzt haben wir das Problem, ich habe zwar meinen Clip angeklickt, aber mein Videokopf ist ja hier drüben. Also ich nenne es mal Videokopf, weil kann man sich vielleicht mit mir ein bisschen was vorstellen. Wie halt jetzt hier. Genau, so. Und jetzt sieht man hier, jetzt kann ich reinzoomen. Das ist nämlich manchmal dieser Punkt, wenn ich sage... Also das Reinzoom machst du aber wieder nur, du gehst da auf das Jetzt-Zoom 1.42, tust die linke Maustaste klicken. Genau. Und fährst dann nach links oder rechts. Genau, das ist immer... Aber hat er jetzt auch, wenn du nochmal genau drüber gehst, auf das rechte, auf die 1.0, genau, da hat man jetzt kurz den Pfeil gesehen, links, rechts, und da weiß ich, ich kann mit links, rechts das Ganze verändern. Genau. Und das ist ja hier gekoppelt, ich könnte es auch wegnehmen, aber kann ich nicht, aber das... Nee, ist ja klar. Ja.
Und können aber hier so ein bisschen das drehen oder je nachdem. Ja. Und dafür hat man dann mal solche sogenannten Keyframes. Wir machen jetzt alles mal wieder rückgängig. So. Genau. Ich könnte das auch hier unten machen. Also wenn ich hier drauf klicke, dann habe ich das, was ich im Inspektor drin habe, auch hier. Und kann das im Prinzip händisch machen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, legt er mir so einen Rahmen hin. Und dann kann ich das genauso an der Seite hier zoomen. Also jetzt zur Seite zoomen oder normal. Und man sieht auch, das ändert sich auch hier vorne gleich. Ich finde das halt hier nochmal ein bisschen flüssiger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Fuji-Kamera mein Videomaterial in 4K aufgenommen habe, dann kann ich ja ganz ordentlich reinzoomen. Und das mache ich im Prinzip so, dass ich jetzt am Anfang sage, das ist hier normal. Markiere hier den sogenannten Keyframe, das heißt, ich habe hinten diese Raute, die drücke ich einmal. Und habe jetzt gesagt, das habe ich jetzt hier fixiert, sowohl die Position als auch den Zoom-Bereich. Ich möchte aber, dass ich hier viel stärker reinzoome. Moment. Ach, ich habe das jetzt doch nicht gekoppelt. So. So, ich möchte, dass er dahin zoomt und zwar hier rüber. Und damit hat er automatisch jetzt hier auch wieder ein Keyframe gesetzt. Also indem ich das eingestellt habe, habe ich hier ein Keyframe gesetzt. Gehe ich also jetzt wieder zurück. Man sieht es schon. Zoom mal hier. Da ein bisschen aufpassen. Man hat jetzt auch gesehen, dass er nicht sofort reingezoomt ist, sondern leicht nach links geschwenkt ist. Das war, weil ich da so rumgespielt habe. Also eigentlich sofort hingehen und nicht dann da irgendwie rummachen. Aber dann habe ich ja so eine kleine Kamerafahrt. Man muss halt aufpassen, dass man dann trotzdem das Ganze nicht unter Full HD macht. Also wenn ihr jetzt sagt, den Clip möchte ich in Full HD ausgeben, dann habe ich ja trotzdem von 4K auf Full HD eine Menge Möglichkeiten und kann mich dann da drin so ein bisschen bewegen. Dann kann ich so eine Kamerafahrt simulieren. Das ging jetzt ein wenig schnell, Peter. Entschuldigung, dann machen wir das mal neu. Wir machen es, glaube ich, nochmal neu. Ich glaube, das hilft uns allen. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Und also mit dem hier kann ich die ganzen Einstellungen in Transform wieder rückgängig machen. Oder hier die einzelnen Bereiche rückgängig machen in der Team. Jawohl, jetzt haben wir aber irgendwas noch da oben drin stecken. Allgemein. Das ist schlechte Kameraführung. Nein, das hier. Nee, das ist normal. Ah, das ist normal. Das ist, weil ich das hier aktiviert habe, dieses manuelle. Da kann ich jetzt auch wieder drauf gehen und das ist weg. Jawohl. Dann gehen wir mal an den Anfang und sagen so, das ist das, was ich ursprünglich habe. Setzen hier diese Keyframes mit rein und sagen dann hier. Ab da, ja. Reingezoomt, dann machen wir das jetzt mal ein bisschen. Bin ich aber auch wieder links gegangen. Das kann sein, dass du diesen Schlenker jetzt auch wieder mit drin hast. So. Aber ich habe halt für den Rest meines Videos drin. Ab meinem zweiten Keyframe. Dann kann ich jetzt nochmal hier zurückgehen. Das ist der zweite Keyframe und das ist der erste. Die kann ich hier ein bisschen abfahren und kann dann sehen, wo ich die habe. Aber wenn ich jetzt hier bin, habe ich diesen Zoom für den Rest des Clips mit drin. Mhm. Wenn ich da also wieder raus möchte, kann ich auch wieder sagen, so möchte ich das wieder auf 0 haben. Also wenn man das auf 0 haben möchte, dann drücke ich einfach auf 0. Genau, jetzt müsste er eigentlich da Und genau diesen Mechanismus, den mache ich mit dem Ton, den kann ich beim Ton genauso machen. Da kann ich auch croppen. Also alles, was ich an Effekten habe, kann ich damit eigentlich dann bearbeiten. Also diese Keyframes ist eigentlich, wenn man das mal zwei, dreimal gemacht hat, eine relativ simple Geschichte.
mit denen ich da eigentlich viel arbeiten oder viel machen kann. Also ihr seht schon, das ist ein wahnsinnig umfangreiches Programm, besonders dafür, dass es umsonst ist. Kann schon viel. Ja. Es kann viel, vor allen Dingen, das Einzige, was ich jetzt nochmal kurz zeigen würde, ist, wenn ihr einen Rechner habt, der nicht so stark ist, dann habt ihr nämlich hier die Möglichkeit, bei Playback über Timeline Proxy Mode, weil der hat ja die Timeline in der Full HD Auflösung oder 4K Auflösung. Das zieht aber auch unwahrscheinlich viel Rechenleistung. Jetzt könnt ihr aber sagen, ich möchte davon nur die halbe Auflösung haben oder die Viertelauflösung. Mhm. Macht unter Umständen das Bild ein bisschen schlechter. Aber nur während dem Schnitt, also wenn ich es dann später exportiere, ist es wieder normal. Genau. Ja. Aber es gibt deinem Rechner viel mehr Puffer einfach, mit dem man dann arbeiten kann. Ja. Und wenn ihr jetzt viel gemacht habt und er soll das rendern, dann könnt ihr hier Render Cache, könnt auch sagen, er soll jetzt rendern oder je nachdem. Und wenn man sich das angucken möchte, gibt es ja hier den CNDMF. CNDMF ist der Kinomodus oder also Command und Vollbildmodus. Und F, genau, ja. Genau. Gibt es bestimmt hier oben auch, aber ich habe den so oft benutzt, dass ich das gar nicht sagen kann. Den gibt es beim Workspace Viewer Mode. Cinema Viewer, genau. Ja. Da sieht man es auch, dieses Command F. Dieser Cinema Viewer, das ist, dann kann ich das eigentlich ganz gut mir zwischendurch mal anschauen, wie das jetzt so komplett ausschaut. Ja, aber lass das nochmal und lass mal nur ein paar Sekunden abspielen, dass man das dann sieht. Mhm. Mal hier nochmal die. Also zoom mal rein, mal sehen. Ja. Und dann, wenn wir die Leertaste drücken, dann fängt das an. Genau, das also Ganze kontrollieren. Bitte. So. Sei mal gut, bitte. So. Und ganz kurz noch, wenn ihr einen zweiten Monitor habt, dann seht ihr das Ganze unter Umständen auch viel übersichtlicher. Das könnt ihr bei Workspace auch noch einstellen, dass ihr sagt, Dual Screen. Ich muss das wieder umblenden. So, jetzt. Ab dem zweiten Monitor habt ihr noch angeschlossen, dann könnt ihr hier auch auf Dual Screen gehen und dann könnt ihr auch sagen, dass der zweite an sein soll und wie das Ganze aufgeteilt sein soll. Was siehst du oben, was siehst du unten? Und könnt das, was ihr hier eingestellt habt, dann auch nochmal abspeichern. Also ist schon recht geschickt. Aber wie gesagt, keine Angst vor der Software. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Wenn ihr es zwei, dreimal gemacht habt, dann ist es, glaube ich, ganz brauchbar, hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und ich denke mal, mit der Cut-Page, die ist ja sehr abgespeckt, da kommt man schon mal ganz, ganz weit. Und dann kann man mit der Edit-Page so diese Feinheiten so ein bisschen machen. Und kann da wirklich sehr schöne Videos machen. Und da würde ich aber mal sagen, je weniger Effekte oder je weniger Feuer und was weiß ich, was es immer alles gibt, umso angenehmer sind die Videos meistens. Ja. Also das war jetzt doch schon ein wenig umfangreich. Ich hoffe, ich kann mir den Anfang noch merken. Ja. Nee, deswegen hatte ich mal kurz gesagt, weil mit dem Belichten, das ist, glaube ich, das... Genau, ja, das kann man schon ab und zu mal brauchen. Hm. Gerade wenn so Amateure filmen, weil mit dem Filmen habe ich es ja auch nicht so oft. Oder so genau, ja. Ja, gerade im Urlaub, wenn es mal schnell gehen sollte, dann hast du mal die Kamera nicht ganz eingestellt und dann...